Empfangen werden die Berner in Luzern mit Pauken und Trompeten. In der Innerschweiz kündigt sich die ausgelassene Fasnachtszeit an. IBE würde aber zu gerne die Rolle der Partybremse übernehmen. Entsprechend engagiert gehen die Berner die Partie an. Costanzo, gefühlvoll auf Kubo. Und da ist der erste Dämpfer für die Luzerner Feststimmung. Julia Kubo hat viel Zeit zum Kopfball anzusetzen und David Zibung gegen dessen Laufrichtung zu bezwingen. Danach erhält die zuletzt unsichere IBE-Hintermannschaft einiges zu tun, vor allem in der Person von Caraba. Ein Schlenker gegen Sutter, starke Parade von Bogo. Nur eine Minute später, praktisch die gleiche Ausgangslage wie vorhin. Caraba tanzt Sutter aus. Scheitert aber an Vogo. Luzerns Caraba stellt Scott Sutter also gleich zweimal vor große Probleme. Mit der Führung im Rücken zieht IBE sich ziemlich zurück. Wieder kommt Luzern über links. Rangelow, der Ball dreht sich in Richtung Tor, verfehlt es aber trotzdem. Uli Forte hat sein Team zu einer glücklichen Pausenführung dirigiert. IBE ist nach dem Seitenwechsel weiterhin unter Druck. Adrian Winter nimmt den Ball Volley. Ivor Mwogo reagiert wiederum glänzend. Nach 55 Minuten löst sich IBE für einmal aus der Verteidigung. Und sofort wird's brandgefährlich. Martinez, Pfosten. Da steht Kubo bereit und schiebt zum 2:0 ein. Sehr effizient, wie IBE seine Chancen in Tore ummünzt. Julia Kubo ist jetzt Doppeltorschütze. IBE tritt danach deutlich öfter offensiv in Erscheinung. Martinez. Noch ein Schlenker und dann ein mäßiger Abschluss. Zibung verhindert einen weiteren Gegentreffer. Dieser Freistoß stammt aus der 72. Minute. Rangelow steigt hoch und dann erbt Caraba. Der verdiente Anschlusstreffer für Luzern. Erzielt durch den aktivsten Luzerner heute Nachmittag, Mohamed Caraba. Sekunden vor Schluss noch ein Freistoß für Luzern. Der Ausgleich wäre verdient. Er fällt aber nicht mehr. IBE gewinnt 2:1. Die Gäste aus Bern verderben Luzern die Vorfreude auf die Fasnacht.